Das folgende Video beschäftigt sich mit der Politik digitaler Technologien. Im vorigen Video hat Christopher Fraunberger schon festgestellt, dass Innovationen meist, man könnte sagen, anarchisch und auf jeden Fall fernab von Regulierung und Mitsprache entwickelt werden. Wir Menschen sind alle mittlerweile zu einem gewissen Grad abhängig von Technologie. Gleichzeitig sind es wenige, oft sehr große Konzerne, die über technologische Entwicklung entscheiden. Und darüber indirekt entscheiden, wie wir Menschen und die Gesellschaft durch diese Technologien geformt werden. Christopher Fraunberger wirft daher die Frage auf, wo werden denn eigentlich diese technologischen Zukünfte verhandelt? Politische Regulierung kann hier eine gewisse Einkehr und Demokratisierung bringen. Die findet aber meistens erst dann statt, wenn schon erste oder größere Schäden entstanden sind. Christopher Fraunberger wird zeigen, dass öffentliche Konfrontation und Druck der Öffentlichkeit im Moment die wichtigsten Mittel sind, direkte Wirkung auf diese Konzerne zu haben. Und damit können Sie sich auch fragen, wie denn digitale Technologien Ihr Leben und Ihren Alltag beeinflussen. Fühlen Sie sich verbunden oder getrennt von der Welt? Und haben Sie das Gefühl, dass Sie die Zukunft digitaler Innovationen mitgestalten können? Im letzten Video haben wir ein eng miteinander verwobenes Menschen- und Technikbild entworfen, um besser zu verstehen, um was es geht, wenn wir wünschenswerte technologische Zukünfte gestalten wollen. Mit Bruno Latour, Don Eide und Karen Barrett haben wir argumentiert, dass die Technologie, die wir in die Welt bringen, unser Verständnis der Welt verändern und weiter auch uns dabei zu anderen Menschen macht. Das Smartphone, das wir entwickeln, verändert die Wahrnehmung unseres sozialen Lebens, indem es uns mit Menschen verbindet, die weit weg sind. Und gleichzeitig macht es uns zu Menschen, die sich anders sozialisieren. Wir sind zum Beispiel weniger aufmerksam in Unterhaltungen oder leben in der Gewissheit und vielleicht auch Hoffnung, jederzeit für andere erreichbar zu sein. Und wem die Batterie seines Handys ausgeht, der fühlt sich oft nackt und allein. Wenn wir Technologie gestalten, dann gestalten wir auch, welche Menschen wir durch diese Technologie werden. Und das führt unweigerlich zu der Frage, welche Menschen wollen wir denn sein? Und damit, welche Gesellschaft wollen wir denn sein? Denn erst wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, können wir uns überlegen, wie wir zu der Technologie kommen, die es uns erlaubt, diese Menschen oder diese Gesellschaft zu werden. Wer wir sein wollen, ist natürlich eine höchst politische Frage, die in modernen Gesellschaften meist demokratisch ausgehandelt wird. Was wir aber sehen, ist, dass digitale Technologien zwar in jeder Ecke unseres Lebens angekommen ist, aber nicht als verhandelbar gilt. Und ihre Gestaltung auch weit jenseits jeglicher politischer Mitsprache passiert. Das heißt, während uns die Digitalisierung ganz grundlegend zu anderen Menschen und anderen Gesellschaften macht, haben wir die Gestaltungshoheit darüber an private Firmen abgegeben. Innovation, die Entwicklung digitaler Technologie, ist eine höchst politische Arena, an der diese Firmen aber nicht teilnehmen wollen. Ein Moment, in dem das exemplarisch schön sichtbar wurde, war die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress im April 2018. Er bekam die Frage gestellt, ob Facebook ein neutrales Forum sei und antwortete sinngemäß, dass man zwar Dinge wie Hassreden oder Nacktbilder nicht erlauben würde, ansonsten aber im Sinne der politischen Meinungsäußerung eine neutrale Plattform sei. Sich so darzustellen ist natürlich in Facebooks Interesse, aber jedenfalls unglaubhaft. In den beiden vorangegangenen Videos haben wir immer wieder betont, dass die Erzählung einer neutralen Technologie ein Mythos ist.
Zwar ist der Zugang zu Facebook für alle gleich, die Funktionalität und Struktur des Service kommt aber nicht allen Inhalten oder Anliegen gleich entgegen. Weil der Algorithmus von Social Media Plattformen darauf optimiert, die Verweildauer von BenutzerInnen zu maximieren, werden extreme Meinungen überhöht, ausgleichende Töne aber oft unter den Teppich gekehrt. Das hat zur Folge, dass politische Anliegen immer dann Gehör finden, wenn sie provozieren oder radikalisieren. Das heißt, die Plattformen sind systemisch ein Nährboden für Verschwörungstheorien, während gesellschaftliche Solidarität sich in ihnen viel schwieriger anlegen lässt. In diesem Sinn ist Facebook selbstverständlich ein politischer Akteur, ganz ohne auf das Geschäftsmodell der gezielten Manipulation von Wahlen durch Cambridge Analytica zum Beispiel und Facebooks Rolle dabei einzugehen. Wo werden also die technologischen Zukünfte verhandelt? Welche Hebel haben wir noch in der Hand, um die Gestaltung zu beeinflussen? In neoliberalen Systemen wird oft von der unsichtbaren Hand des Marktes gesprochen, die den besseren Produkten oder Leistungen über kurz oder lang zum Durchbruch verhilft. Das setzt voraus, dass die Konsumenten ihr Eigeninteresse überblicken und der Staat Monopole verhindert. Ganz abgesehen davon, dass diese neoliberalen Mechanismen mit der Verhaltensökonomie stark in Frage gestellt werden, kann man schon alleine diese beiden Voraussetzungen für viele technologischen Entwicklungen verneinen. Technologie entfaltet seine Ordnungsmacht in der Gesellschaft oft weit ab von den Leistungen, die eine Konsumentin in Anspruch nimmt. Wer eine Suchmaschine benutzt, ist nicht der eigentliche Geschäftspartner des Anbieters. Zudem, sich dem Konsum zu verweigern und einfach nicht mitzumachen, ist keine wirkliche Alternative. Einerseits kann man sich oftmals trotzdem nicht entziehen. Denken Sie an die bekannten Schattenprofile, die Facebook über Menschen, die nicht bei Facebook sind, anlegt. Und andererseits sind Nutzerzahlen bei digitaler Technologie oft so groß, dass Einzelne dabei kaum ins Gewicht fallen. Womit wir bei der zweiten Voraussetzung des freien Wettbewerbs wären, die Abwesenheit von Monopolen. Und auch hier muss man feststellen, dass es wohl kaum eine Branche mit ähnlichen Konzentrationen gibt wie die der Technologiefirmen. Diesem Problem kann man wohl mit staatlicher Regulierung entgegentreten. Und ich bin fest der Überzeugung, dass dies auch notwendig sein wird. In den USA gibt es gerade wieder einen Versuch, Facebook zu zerschlagen und zumindest WhatsApp und Instagram wieder davon zu trennen. Aber im Allgemeinen ist Regulierung eine Art der Mitgestaltung, die im Nachhinein die gröbsten Auswüchse einer Innovation wieder einzufangen versucht. Es ist in diesem Sinne nur beschränkt wirklich eine gestalterische Maßnahme. Zudem ist Regulierung ein sehr langsames Werkzeug, das der Innovationsgeschwindigkeit der Digitalisierung meist hoffnungslos hinterherhinkt. Als positives Beispiel einer Regulierung, durch die sich eine Gemeinschaft wehrhaft gezeigt hat, sei die Europäische Datenschutzgrundverordnung erwähnt. Sie ist in ihrer Ausgestaltung und Umsetzung bei weitem nicht perfekt, aber hat auch gezeigt, dass Regulierungen wirken können, wenn sie von vielen Staaten gemeinschaftlich getragen wird. Auch abseits von Regulierungen hat öffentlicher Druck manchmal dazu geführt, technologische Innovationen zu beeinflussen. Als die Google-Tochter Sidewalk Labs 2017 in Toronto die Gegend um den alten Hafen der Stadt zu einer Smart City ausbauen sollte, regte sich bald Widerstand gegen die Pläne. Nach der anfänglichen Euphorie
wurden immer mehr Bedenken laut, dass eine von Google geprägte Vision für eine smarte Stadt zu einem massiven, datengetriebenen Eingriff in die Lebenswelt der Bewohner führen würde. Nach 3 Jahren wurde der Protest so laut, dass Google und die Politik das Projekt für beendet erklärten. Öffentlicher Druck aufgrund der Forschung rund um den rassistischen Bias von Gesichtserkennungssoftware war es auch, der San Francisco bewegt hat, auf die Technologie im öffentlichen Raum gänzlich zu verzichten, wie wir schon im ersten Video erwähnt haben. Das bringt uns zu einer weiteren Facette in der politischen Auseinandersetzung um gewollte technologische Zukünfte, einem technologischen Aktivismus. Joy Bulumwani hat nach ihrer Forschung zur Gesichtserkennung die Algorithmic Justice League gegründet, eine Plattform und Bewegung, die sich für einen gerechten und nicht rassistischen Einsatz von künstlicher Intelligenz einsetzt. Algorithm Watch ist eine deutsche NGO, die die vielfältigen algorithmischen Entscheidungsprozesse in unserem Leben ans Licht bringt und auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen hin evaluiert. Und in immer mehr Technologiefirmen organisieren sich Mitarbeiter in Gewerkschaften, die sich die soziale Verträglichkeit ihrer Produkte zum Anliegen gemacht haben. In den USA ist ein solches Unionizing unüblicher als in Europa, aber sogar in Googles Mutterkonzern gibt es seit 2 Jahren eine Alphabet Workers Union, die sich ganz explizit nicht nur für faire Arbeitsbedingungen einsetzt, sondern auch für nachhaltige und gerechte Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Gesellschaft und auf unsere Umwelt. Alle diese Hebel sind eher konfrontativ und kommen meist dann zum Einsatz, wenn Innovation schon Schaden angerichtet hat. Es stellt sich die Frage, ob wir nicht systemische Prozesse finden können, in denen die Gestaltung der Technologie mit Mitsprache ausgestattet wird. Kann man also Entwicklung und Innovation selbst demokratisieren? Damit will sich das nächste Video auseinandersetzen.